Ja, eine Empfehlung, und zwar viele Muslime, wenn sie Bittgebet für sich selber machen oder für die anderen, wenn sie Bittgebet machen, dann sagen sie am Ende Inshallah. So Allah will oder wenn Allah will. Und das ist falsch. Das ist falsch. Was ist falsch? Falsch ist, dass du Bittgebet machst und beendest, wenn Allah will. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bittet Allah und seid sicher, dass Allah annimmt euer Bittgebet. Da wird, du sagst, oh Allah, gib mir das, gib mir, Allah nimmt das an. Aber ob du das bekommst, jetzt oder später, das entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, wenn du für jemanden Bittgebet machst, dann sagst du, möge Allah dich segnen. Punkt. Du willst für dich Bittgebet machen. Möge Allah mir das und das geben. O Allah, gib mir das. In dieser Form, nicht in dieser Form, wenn du willst, gib mir. Oder, O Allah, gib mir das, inshallah. Das ist ein Fehler bei Dua. Al-Kathir min al-Muslimin, lemma yad'u, indahu khata' fi al-Dua, ala wa huwa, annahu da'iman yabda' al-Dua, au yunhihi, bi kalimat inshallah. والصحيح أن الإنسان يدعو الله وهو موقن بالإجابة. فذلك الإنسان يعزم المسألة، فليعزم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم ارحمني، ما تقول إن شئت. اللهم وفقني، ما تقول إن شئت. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا، ما تقول إن شئت، ما تقول إن شاء الله. إن شاء الله في الدعاء ما تقولها. بارك الله فيك. جزاك الله خير، السلام عليكم.